Guten Morgen. Es ist Zeit aufzuwachen. Es ist Zeit, Ihren Tag anzugehen. Sie sind wach, aber doch im Dunkeln über eine chronische Krankheit, die weltweit über 30 Millionen Menschen betrifft. Die Hauptursache für den Verlust der Sehkraft bei Menschen über 50. Wenn Sie diese Krankheit haben, dann könnte jeder Ihrer Tage so aussehen. Oder so. Oder so. Es ist kein schöner Anblick. Es nennt sich AMD oder altersbedingte Makuladegeneration. Und wenn Sie sie haben, riskieren Sie mehr als nur Ihr Augenlicht zu verlieren. Sie riskieren es, Ihre Unabhängigkeit zu verlieren. Die Krankheit braucht Jahre, um sich zu entwickeln, aber die Symptome können über Monate hinweg auftreten. Wie passiert das? Stellen Sie sich Ihre Gesundheit wie eine Art Balanceakt vor. Einer der wichtigsten Balanceakte des Körpers findet durch Angiogenese statt, der Bildung neuer Blutgefäße. Ohne die Bildung neuer Blutgefäße könnten unsere Körper nicht richtig verheilen. Sind es zu viele, können andere Gesundheitsprobleme auftreten, wie die AMD. AMD kann Ihnen Ihre Sicht nehmen und Ihre Unabhängigkeit. Aber antiangiogene Behandlungsmethoden können verhindern, dass die Krankheit fortschreitet und sogar schon verlorene Sehkraft wiederherstellen. Also, jetzt wo Ihre Augen offen sind, fragen Sie sich, sind Sie oder ein Mitglied in Ihrer Familie in Gefahr? Im Alter von 70 Jahren ist das Risiko schon 30% und steigt weiter an. Genetische Faktoren sowie Ihre Lebensgewohnheiten können Ihr Risiko noch erhöhen. Es ist an der Zeit, eine neue Routine zu adoptieren. Es gibt einen Test, den Sie jeden Morgen machen können. Nein, nicht diese Art von Test. Überprüfen Sie jeden Morgen die Sicht in beiden Augen, und zwar wie folgt. Sollten Sie irgendwelche visuellen Verzerrungen feststellen, verschwommene Stellen, wellige Linien, eine Unfähigkeit, Details richtig zu fokussieren, dann gehen Sie zu einem Netzhautspezialisten. Fragen Sie ihn nach antiangiogenen Behandlungen. Ziehen Sie die Behandlung durch, denn die Krankheit ist chronisch und muss sorgfältig im Auge behalten werden. Überprüfen Sie, gehen Sie zum Arzt, stellen Sie Fragen, bleiben Sie dran. Rechtzeitige Behandlung und die richtige Betreuung werden dazu beitragen, Ihre Sicht zu retten und der AMD Einhalt zu gebieten. Bleiben Sie nicht im Dunkeln. Es ist Zeit, aufzuwachen.